Moin Leute, Ivy wieder am Start mit der Black and White Souling Channel über Bimon. Hallo Bimon, wie geht's dir? Wieso war da eben Nebel und jetzt ist er weg? Hallo? Hallo Bimon. Was hast denn du jetzt schon alles erzählt? Ich habe gerade mein Rollo hochgemacht, noch schnell. Ich habe gesehen, dass du der Arschloch bist. Achso, ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gerade etwas Licht in meinen Raum gelassen. Achso, ja, okay. Unbedingt dann, wenn wir starten, ne? Das fiel mir auch gerade ein. Ich dachte mir so, erstmal disrespekten, erstmal ihre Rolle hochmachen in Ruhe. Ja, erstmal sagen, ja gut, du kannst starten. Aber ich mach erstmal meine Rolle hoch. So, Herr Gehr, wollen wir die Route weitermachen, bitte? Danke. Ja, mach. Ich bin schon dabei und ich hau jetzt gerade Troix auf die Backen. Troix? Also Welser? Welser. So. Klick-Klack, okay. Ja. Jungs und Mädchen, wir haben den Fahrplan für die nächsten Folgen schon mal so grob ausgearbeitet. Das heißt, wir werden jetzt so die Route hier schön fertig machen, dann begeben wir uns auf Encounter-Suche. Da hat uns ja ein lieber Zuschauer, ich dachte, das wäre der Imolga Nation gewesen. Ja, Leo war das. Eine Liste geschrieben, wo wir noch über einen Encounter sammeln könnten. Danke an der Stelle. Und dann geht's in Countersuchen jetzt in einer einen langen Folge oder in zwei langen Folgen, je nachdem. Und danach machen wir die Story weiter, das heißt, wir werden die sieben Weisen sammeln. Und dann zum Schluss geht's noch in die Pokémon Liga. Dann wird, wie ist der Typ? Lauro. Lauro wird dann erstmal kräftig gefistet noch. Rasiert, dann, wolltest du sagen. Rasiert, ja. Rasiert. Mit dem Rasengan wird er rasiert. So. Rasiert. Und dann. Sind wir fertig mit Black and White. Ja, geht ziemlich schnell, also für uns zumindest, für euch wahrscheinlich ein bisschen langsamer, weil es ja eigentlich nur 4 Folgen die Woche gab, aber sicher kommen wir dem Ende zu. Es ist ein sehr schönes Projekt, finde ich. Also es lief zum Anfang beschissener als die erste Souling, was ziemlich frustrierend war, aber dann haben wir uns doch schon sehr, sehr gut gefangen. Ach, scheiße. Was denn? Ich habe Dictry gekillt. Dictry ist. 2 Minuten 30. 32, ja. Das läuft doch schon mal super, ne? Also, Dictry ist tot. Und zwar, glaube ich, mit Schnitthelm, war das nicht so? Na gut, Schnitthelm ist eh egal. Ist eh egal. Entwickelt sich ja so sehr, das scheiß Pokémon. Deswegen, ja, das scheiß Vieh. Das Ding ist, gegen Boden habe ich aber 4 Schwächen. Und da wollte ich halt nichts anderes reinholen, weil mein Brander war zwar schon so low. So low? Du, ja, gut. Dictry, komm, Erdbeben, hängst du. Und komm, Nachschweif. Easy. 2 Minuten 30, wir verlieren das erste Pokémon schon wieder. Ja! So wollen wir das hier haben. Ist gerade die Frage, ist Slimog schneller? Warum hole ich jetzt Slimog rein? Wir haben eh das Problem, wir brauchen neue Encounter dann bald. Das ist echt, ja. Langsam wird es echt wenig. Ich merke, ich kann einfach gar nichts machen gegen Welser. Schlammbombe. Ist auch nicht so. Ich glaube, Boden besitzt Gift, ne? So war das. Keine Ahnung. Hast du Pflanzen-Pokémon dabei? Ach nee, du hast deinen Chatara getötet. Alter, dieses scheiß Wichser-Pokémon! Ich hab 2-mal Hydro-Bomben gemessen. Jetzt müsste ich nochmal den Bildtreffer. Oh Gott, ey, was ist denn bei mir das heftigste Pokémon? Impoldeon, komm. Du hast nichts, was. Was soll ich dazu sagen, Leute? Das geht doch schon mal gut los heute hier. Ja, auf jeden Fall. So, das heißt, Fissur. Okay. Ernsthaft jetzt? Ob ihr das nochmal, dass ihr nicht trifft? Er hat nicht getroffen. Gott sei Dank. Aber das war die erste Geofissur. Jetzt spiel doch Hurensohn. Okay. Er ist down. Gott sei Dank, ey. Also kann ich jetzt erstmal Schnutteln wieder in die Box reinknallen. Ja, Dimpfi ist erstmal weg. Wollen wir das direkt machen oder ja. Lass das später? Nein, lass das später machen, weil wir fangen gerade das an. Okay, dann machen wir das. Wer weiß, was noch stirbt, diese Folge. Oh Gott. Sollte sich jetzt der Anfang wiederholen, dass wir alle Pokémon verlieren? Ich sehe schon, komm, wir gehen dann mit 4 Pokémon oder so in die Liga. Läuft. Und diese Encounter-Folge, die wird uns im Endeffekt nichts bringen, weil wir keinen Encounter bekommen. Ist so. Irgendwas wird sein.
Oder bei dem Versuch, die zu fangen, wenn alle unsere sterben. Am besten wollte Jaya gar erstmal irgendwas sacken lassen. Ich hätte sogar einen Giratina gefangen, das wäre echt geil gewesen. Vor allem, da wir jetzt auch den Platin-Orb haben, könnten wir da easy ja, genau. das coole Giratina in der Origins-Form draus machen. So. Hatte Krebusak schon Anpassungen damals? Nein, oder? Ich dachte nicht. Anpassung ist natürlich versteckte Fähigkeit. Versteckte Fähigkeiten gab es zwar in Generation 5. Ja. Aber die hast du bloß an bestimmten Stellen bekommen. Ich denke nicht, dass NPCs mit versteckten Fähigkeiten spielen. Okay. Ja gut, dann machst du gerade einen Fehler, glaube ich. Warum kommt jetzt bitte ein Feuer-Pokémon? Wieso? Was? Naja, ich habe die übelste Feuerschwäche im Team. Achso, das meinst du? Ja gut, weil du es verdienst. Weil ich es verdiene? Ja. So, oh, ich liebe dich, Latias. Du bist echt mein tanky Pokémon, ey. Ich weiß nicht, warum, heute in der Schule, ich hatte die ganze Zeit einfach das Bedürfnis, so wie Batman zu reden. Ich weiß nicht wieso, aber ich find's ganz lustig. Die ganze Zeit, ey. Meine lieben Damen und Herren, mit dem muss ich so Link aufnehmen. Spanisch, Langeweile, was soll ich sonst machen, Leute? Kacken gehen, hab ich doch gesagt, kacken gehen. Ja, aber in der Schultoilette, das ist wieder was anderes. Ist so. Lieber also Alpi und ich haben mal festgestellt, dass wir beide Heimscheißer sind, dass wir auf anderen Toiletten nicht können. Und wir wollen, ne? Ich glaube, es trifft eher wollen. Könnt du immer wollen, das ist so eine Sache. So, aber genug zum Stuhl. Geschäft. Genug zum Geschäft. Kommen wir zurück zu Pokémon. Pokémon ist doch unser Geschäft, Ivy. Du weißt doch. Ich weiß, was du meinst. Der Snow-Business like Show-Business. So, Eruption auf dem Blanas. Das ist schneller als ich. Ey, wäre Blanas mal wenigstens von den Werten her nicht so scheiße, ne? Da wäre es so ein geiles Evolid-Pokémon, aber nein, die Werte sind beschissen. Es ist Blanas, was erwartest du? Ja, aber es ist einfach, es hat ein cooles Design, es hat einfach was. Und Tengulis ist auch voll geil eigentlich. Oh. Bitte kein Crit. Oh Gott sei Dank. Er spielt bestimmt wieder Whisky. Und im Endeffekt ist Ivy schuld. Ich spiele nie Whisky. Ich bitte dich. Also Batman sagt ja was anderes. Oh Gott! Ich will erstmal nicht sagen, ne? Aber erst war's, ich kann richtig reden. Jetzt. Ich bin Batman. Okay. So, ich bin jetzt hier schon am Strand. An der Ondula, ich frag mich manchmal. Oh, du bist schon in Ondula? Ich frag mich echt manchmal, womit ich dich verdient habe als Soling-Partner. Ich hab keine Ahnung. Was hab ich falsch gemacht im Leben? Das ist einfach zueinander gefunden. Ja, es ist aber auch so ein gutes Pärchen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es passt halt einfach. Bei mir ist gerade so schöne Musik. Und dann sagt Beamon sowas. Schade, dass ihr das gerade nicht hört, Leute, weil ihr Beamon-Sound hört, aber das hört ihr gleich im Endeffekt an. Ivy hat erstmal Instant-Erektion hier. Ja, voll romantisch, ne? So. Was haben wir denn da? Ich ist gar nichts. Ja, die Städte und so sind relativ low, aber wir können halt hier easy peasy lemon squeezy Pokémon fangen. Nee, ich meinte hier auf dem Wasser, da ist einfach gar nichts. Okay, ich bin jetzt auf dem Wasser, hab hier sozusagen den Encounter dann. Aber ich dachte, ich fange. Was ist es denn? Ein Zipwurzel. Zipwurzel! Kennst du das Pokémon? Obwohl? Nee, das ist nur Käfer. Wir sind in Ondula. So, wollen wir uns erstmal die Stadt erkunden oder den Ort? Können wir gerne machen. Ich check mal das Pokécenter ab und. Oh, wir haben vor allem Taucher gefunden. Easy. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Aber Taucher ist scheiße. Es gibt eine schöne Schuppe links im Pokécenter drin, ne? Was haben wir denn hier? Die wird aber nichts bringen. Sonst, was wollen wir austauschen für Dicktree?
Wollen wir erstmal gucken, dass wir das fangen können hier? Vielleicht? Herr Gehr, oh, wie sieht's aus? Ich hab's schon mal abgelegt einfach, dass... Okay, ich bin nicht hier. Sonst, ne? Okay. Voll das strange Haus. Warum, was passiert? Oh, es ist Frühling. Ja, Winter ist vorbei. Es ging schnell, Leute. Winter ist vor dem Taucher willkommen. Oh Gott. Winter is coming und Winter is going. Die ganzen Häuser und Undula sind leer. Was ist denn da los? Es sieht so echt ruhig aus. Hey! Was passiert? Geh mal in das Haus ganz rechts. Du hast ja drei Häuser, geh in das ganz rechte. Okay. Warum nach rechts bist du? Oh! Huch! Das darfst du lesen. Ich hab den Anfang weggedrückt. Sag dir irgendwas? Das ist tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, genau, da bin ich auch, warte. Okay, mach du. Wer hätte gedacht, dass ich hier in diesem Fernland jemand begegne, der die gleichen Augen hat wie ein gewisser Pokémon-Trainer? Sag, wie heißt du? Albi und Pimon? Aha, den Namen werde ich mir merken. Ich heiße Cynthia und bin Trainerin. Ich bin sehr wissbegierig, weißt du? Darum erforsche ich die Legenden, die sich um Pokémon ranken. In Undula gibt es doch eine Unterwasserruine, nicht wahr? Und ich kann hier das Anwesen eines Bekannten als Unterkunft nutzen. Ich fände es übrigens sinnvoll, wenn wir unsere Pokémon mal gegeneinander antreten lassen. Auf diese Weise können wir uns nämlich besser kennenlernen. Würdest du also gegen mich antreten? Ja, Mann! Unmittelbar vor dem Kampf beginnt mein Herz immer schneller zu schlagen. Ich spüre für mich die Vorfreude der Pokémon in ihren Bällen. Geht es dir auch so? Ja, Cynthia. Du wirst auch gleich die Vorfreude in meinen Bällen spüren. Ich hab 5 Pokémon, Leute. 5. Cynthia! Boom! Cynthia, Leute! Ich wiebe Geradax. Geradax, oh, bei mir. Oh, shit! Sheesh! Alter! Ach du Scheiße. Warum hast du auf Ja geklickt? Ich hab nicht meine Eisattacke mit Mammuthill. Gegen was spielst du denn? Erdbeben trifft Zeppelin nicht. Alter, die ist Level 75. Ja, bei mir auch. Und die Musik ist geil. Aber was soll ich dagegen tun? Ich meine, ich kann mit Mammutl rein gar nichts tun. Ich kann mit... Jetzt sind wir gegen gar nicht stacken lassen, Sister. Wow. 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 Auf Level 65 vergängen, aber auch langsamer als trifft Zeppelin. Das kann passieren, ja. Alter, wie stark sind die Rematches dann bei der Top 4, bitte? Aber Albi, wir sollten vielleicht mal drüber nachdenken, in der Region von Cynthia Urlaub zu machen. Die scheint mir doch ziemlich geil zu sein, die Alte. Vielleicht gibt es da noch andere geile Snitches. Cynthia, weißt du, sprechen wir mal ein andermal drüber. Ich würde auch sagen. Ich kann mal im Reisebüro gucken, was es da so für Angebote gibt. Auf jeden Fall. Shit, ey. Ich mache aber 0 Damage, das ist... Sie hat bei mir auf alle Fälle normal Pokémon, okay. Hammer Arm. Oh oh. Albi? Also, ja. Dialga ist down. GG. Also das erste Pokémon ist schon mal down. Daumen hoch. Dialga war Mutl, ne? Oh, Explosion. Trifft jetzt zerpolisierte Explosion ein. Dialga war mal Mutl. Ich glaube, du hast recht. Scheiße. Ja, fuck. Ein geilstes Pokémon ist down. Okay, sie hat Geister-Pokémon. Alter. Alter.
ist. Da, wir hätten echt mal gucken müssen, welches Level die überhaupt hat. Warum? Das ist doch voll unlustig sonst. Ja, für unsere Pokémon aber nicht. Ich habe gerade das Glück, dass ich gegen Letarkin kämpfen muss. Und ich immer diese Schnarchnase-Runde nutze, um mich mit Raumat hochzuboosten um eine Stufe. Guck mal, ich meine, okay, hier geht es ja voll, ne? Hier hat sie jetzt schon zwei gute Geister-Pokémon. Ja. Oh Gott, Flammenkörper, also, danke. Reicht eine Lehmbrühe aus? Komm, eine Lehmbrühe reicht aus. Was? Ja, Brandawatz ist down. Hat eine Lehmbrühe gemisst. Ich wusste nicht, was das ist. Oh nein! Haben. Was auf Brandawatz gelingt? Mit Ramov. Nein! Ach, Albi. Was soll ich denn dagegen tun? Ramov ist gerade das Pokémon, was bei mir durchhält. Ja, du kannst es ja für den Kampf noch benutzen. Ja, muss ich auch, das ist so plus 3, Alter. Aber ja, wow, nicht. Hey, ist das Falterreigen, lass mich in Ruhe. Ja, Falterreigen, das kein Pokémon lernen kann, dankeschön, Mimon. Shit, Alter, was soll ich denn tun? Ich hab halt kein Pokémon, was ich jetzt setupen könnte oder irgendwas. Albi, du musst irgendwie jetzt hustlen, ne? Ich gebe mein Bestes. Also erst auf minus 1. Surfer trifft auf 100% Basis. Okay? Das oh trifft. Gott. Aber wow. Warum haben wir die alte angequatscht? Ich meine, die ist geil, die hat blonde Haare und dicke Titten, aber wir dürfen halt nicht jede Frau anquatschen hier. Ich habe nur ja angeklickt, weil du schon weitergelesen hast. Und jetzt hat sie noch Giratina. Okay, Raumat ist down, Alter. Togetic hat Raumat getötet. Togetic! Warte, Geist und Drache ist das Ding, ne? Ja. Das sollte er Zwinger haben. Ja, hat's auch. Alter, es wird so verdammt schwer, hier heil rauszukommen. Das glaube ich nicht. Albi, wir brauchen unbedingt diese Encounter-Folge, ohne Spaß. Ja, nach dieser Folge ich auf jeden Fall, Mann. Ich hoffe, dass wir diesen Kampf hier durchstehen. Denk dran, wir sind erst gewiped, wenn wir keine Pokémon mehr haben, komplett. Ja, aber ich will den Kampf trotzdem nicht verlieren. Ne? Ich will den auch nicht verlieren, aber. Oh, top Genesung, was bist denn du für eine dreckige Nutte, ey? Mein du Gott. Snitch. Erdbeben. Oh, Chemin, Dingskraft, Alter. Nein, das Runkelt wird dir Tag ab, willst du mich verarschen? Ja, Grüne wird es auch down, geil. Die One-Hit mich aber gleich. Albi, haben noch zwei Pokémon. Alter, Erdbeben von Mammutl. Macht ungefähr, ja, so ein Achtel Schaden. Vielleicht ein bisschen mehr. Alter, das ist nichts. Hab ich nichts Effektives oder irgendwas? Beschleuder, aber ich kann ja kein Item beschleudern, weil ich kein Zap auf das Kleine. Oh Gott, ich hab's besiegt. Stadebohr. Du hast sie besiegt. Ich hab's besiegt, ja. Ach du Scheiße. Alter, Cynthia, du kleine Snitch. Ich sag dir, das gibt Rache. Irgendwann gibt das Rache, ey. Aber richtig, dann wirst du hier richtig hart rangenommen, ey. Wir werden dich schon noch finden. Ich nehme mich auch noch richtig hart dran. Ich bin Batman. Mit meiner Maske. Oh Gott. Oh, meine Fresse. Ivy, du kannst doch alle Pokémon benutzen. Ja, aber ich werde hier alle verlieren. Ich werde diesen Kampf hier nicht gewinnen können. Hm. Ja, hätte ich wenigstens eine Eisattacke mit Mammutl, ne? Da wäre auch alles okay. Hätte ich wenigstens nur eine Chance oder so. Oder warum bringst du dem hoch keine Eisattacke bei? Weil ich keine habe, dankeschön. Ach, scheiße. Dein Leben ist so schlecht. Oder das kann ich lernen. So, ich hoffe, Stahl, du siehst es damals irgendwie Geist. Das wäre jetzt so meine einzige Hoffnung. Ich dachte ja. Ich dachte wirklich ja. Nee, ich glaube, das war nur bei Unlicht so.
So, ich mach dann jetzt hier erstmal Schwertanz mit Stahlobor. Oh doch, es wird resistet. Und ich bin damit nur knapp ein Two-Hit, je nach Wall. Albi, du musst hassen. Genki-Dama, nimm meine Kraft, Albi! Du schaffst es! Okay. War nur ein Scherz. Aurasphäre, alles klar. Das Ding kann alles, ne? Weil das Ding ein Hurensohn ist. Ja, und Aurasphäre ist One-Hit. Also, meine ganze Hoffnung ist gerade damit zugrunde gegangen. Also, Stalupo ist auch tot, das heißt, Latias ist auch tot bei uns, okay? Wir werden das ganze Team verlieren. Nur wegen Cynthia, beziehungsweise nur wegen Beamon, der unbedingt die Snitch ansprechen musste. Jetzt macht er nochmal schon Zeitspiel mit Schemenkraft. Der Moment, wenn dich Giratina zerstört. Oh, Slybok, du armes Ding, du wirst es auch nicht lange aushalten. Auch Slybok müsste das eigentlich relativ gut resisten, oder? Ja, 12 Level höher, das Ding. Ja, gut. Kann man auch nicht viel machen. Also, ich halte einmal aus, aber. Ja. Ja, wie gesagt, das ist schon ein verlorener Kampf, da kann ich nichts machen. Kannst du irgendwas wiederbeleben, Albi? Hast einen Top-Beleber dabei? Ja, aber das bringt mir nichts, Bimon. Warum? Warum? Weil ich überall One-Hit bin. Das Ding hat Aurasphäre und es hat Schemenkraft. Sprich, meine Stahlpokémon, die ich habe, können die Geistattacken nicht mehr abfangen. Und wenn, dann wird es halt mit einer Kampfattacke gekontert. Ist nicht so cool. Albi hat kein kampffähiges Pokémon. Und nein! 800 Dings, Preisgeld. Und da haben uns alle Pokémon tot, die wir dabei hatten. Oh yeah. Was für ein fantastischer Kampf, echt großartig. Oh, läuft doch wohl. Und Ähnlichkeit ist wirklich vorhanden. Du hast in der Tat etwas von jenem Trainer, mit dem ich einst zusammen Giratina gegenüberstand. Aber wie dem auch sei, die Sache ist die, hierher komme ich nur im Frühling und im Sommer. Du musst bedenken, ich habe schon in Sinnoh, aha, da wohnst du also, kleines Snitch, sehr viel zu erforschen und auch sonst eine Menge zu erledigen. Aber ich freue mich immer, wenn du mir einen Besuch abstattest. Lieber Trainer, dich jede Fotze kriegen wir noch, keine Angst, wir kommen dich noch besuchen mit unseren Homies. Das Giratina, das sie erwähnt hat, das kommt vor. Mhm. Ja. So, Albi, das heißt für uns wohl, dass wir jetzt unser komplettes Team abgeben müssen. Ja, und ich denke, wir beenden am besten damit die Folge und schauen dann gleich nochmal, was wir mitnehmen werden zum nächsten Mal. Viel ist ja nicht mehr da. Ja, eine große Auswahl gibt es ja nicht. Ich weiß nicht, ob wir ein ganzes Team voll bekommen mit unserer Regelung wegen den Typen, Leute. Es sollte irgendwie gehen. Hoffen wir mal. Es sollte irgendwie gehen. Das Beste. Ja. Gut, Simon. Haben wir jetzt verloren? Ja, eigentlich nicht. Wir haben gesagt, die Sonic ist erst vorbei oder in den Lassock ist erst vorbei, wenn wir kein kampffähiges Pokémon mehr haben. Ja, genau. Wer haben wir in dem Sinne noch kampffähige Pokémon, Leute? Ihr seht ja, wir haben noch 10 Pokémon haben wir noch da. Also von daher, wir haben gegen Cynthia verloren. Aber ich sag's euch, die Rache für diese kleine Snitch kommt noch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir unser Team wieder zusammengebaut haben oder mit den kläglichen Resten, die wir haben, ein Team versuchen zu bauen. Und das war's von uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein kleines Däumchen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis dann.